Hallo Vlog, ich habe mich bislang nicht gemeldet, weil nichts passiert ist, weil ich wie ein sturer Einsiedler einfach nur Bücher gelesen habe, damit ich endlich noch diese 52 Bücher schaffe dieses Jahr. Wir fahren jetzt gerade zum Hummer, das ist aber eigentlich nicht so wichtig. Ich gehe raus, das erste Mal seit einer Woche, es fühlt sich komisch an, ich bin mir noch nicht sicher, ob es mir gefällt. Deswegen sind wir jetzt erstmal im Dunkeln rausgegangen. Nein, das stimmt auch nicht. Der Jonas ist einfach gerade erst von der Arbeit gekommen. Ich wollte aber eigentlich erzählen, dass heute etwas richtig Komisches passiert ist. Ich hatte schon wieder eine Synchronizität, aber ich hatte eine richtige. Also eigentlich habe ich keine richtige. Kann man jetzt sehen, wie man will. Auf jeden Fall habe ich mit meiner Mutter über meine Großmutter geredet. Und meine Mutter sagt, ich sollte meiner Großmutter doch mal die Tarotkarten legen. Dann habe ich gesagt, das ist ja, also das glaube ich nicht, dass sie das mag, weil das ist ja so nicht christlich und Oma ist schon christlich, aber Oma ist auch immer mit ihrem Universum dran. Die sagt immer so, ja, das Universum und die Kräfte, ihr seht mich halt wirklich gar nicht, ne? Es tut mir leid, aber hört euch einfach nur meine bezaubernde Stimme an, wie sie vor sich hinflucht. Ja, auf jeden Fall habe ich dann zu meiner Mutter gesagt, nee, das ist eine schlechte Idee, weil nachher fliegt dann der heilige Antonius aus dem Schrank vor lauter Schreck und dann ist das Drama wieder groß, weil meine Oma meint, das Radio hat schlechte Schwingungen und sie muss das Radio jetzt immer aus dem Zimmer tun, weil das schlechte Schwingungen hat. Das ist auch schon mit dem Fernseher passiert und habe gesagt, nee, wenn wir jetzt mit dem Tarot anfangen, nachher hat die dann einen Fluch oder so, wer weiß, was sie sich dann einbildet. Natürlich verfluche ich nicht meine eigene Oma mit meinem Tarot. So, und dann habe ich halt gesagt, der heilige Antonius, der fliegt dann von der Kommode, die hat so eine kleine Statue mit dem heiligen Antonius und der ist der Typ, den man immer fragen soll, wenn man was verloren hat. Dann sagt man so, hallo Antonius, heiliger Antonius, sagen wir natürlich. Seht ihr, ich kann das einfach nicht mit diesem Christentum. Auf jeden Fall sagt man dann, hallo Antonius, wo ist denn mein Schlüssel? Und dann gibt er dir das wieder. Dann wanderst du so ein bisschen umher und dann findest du es, kann man jetzt dann glauben oder nicht. Aber der hat, meiner Oma bringt ja immer den Stock. Die verlegt immer ihren Gehstock und da steht komischerweise immer beim Antonius. Ja, könnt ihr jetzt argumentieren, ne? Also auf jeden Fall habe ich dann über den Antonius gelästert, weil ich ein blasphemisches Miststück bin. Und dann habe ich ein Buch gelesen und dann kam einfach in diesem Buch, hat einfach jemand etwas gesucht und hat den heiligen Antonius gefragt. In diesem verfickten Buch. Das ist noch nie passiert. Das war ausgerechnet jetzt. Von den 52 Büchern, die ich dieses Jahr lesen werde, also das Buch Nummer 47, kommt ausgerechnet jetzt, wo ich gerade blasphemisch mich über den Antonius geäußert habe, der heilige Antonius. Und dann habe ich das alles zurückgenommen, habe mich beim Antonius entschuldigt. Ich habe auch meiner Mutter gesagt, okay, stop, we cannot trash talk about the Antonius, because this is not good. This is not good. Ja, auf jeden Fall fand ich das eine ziemlich creepy Geschichte. Jetzt werde ich dann übermorgen meiner Oma das Tarot legen. Ich versuche mal das zu filmen. Ich weiß nicht, ob die das gut findet. Bestimmt findet die es nicht gut. Aber egal, ich versuche es einfach trotzdem mal. Und ich möchte euch jetzt wirklich daran erinnern, dass ihr nicht über den Antonius lästern sollt. Okay, und wenn ihr jetzt was verloren habt, dann fragt einfach Antonius, was geht ab? Gib mal meinen Kram wieder. Und dann hilft er euch schon, wenn ihr nicht vorher über den gelästert habt. So, wir sind jetzt im Hummer. Warum sind wir im Hummer? Weil wir zum Rituals gehen, weil der Jonas ein Geburtstagsgeschenk für seine Mutter kaufen muss, der schon 3 Wochen her ist. Aber Rituals hat einfach die Bestellung storniert nach 2 Wochen. Das war echt seltsam. Und jetzt müssen wir es im Laden kaufen. Und die meinten erst, ja, es wird geliefert, dann es dauert länger. Und dann haben sie sich gar nicht mehr gemeldet. Und dann kam irgendwann einfach nur so, ja, ihre Bestellung wurde storniert. Man dachte so, okay, interesting. Aber das kommt halt davon, ne? Hätten wir mal den Antonius gefragt, wo die Bestellung ist, hätte er uns die bestimmt gebracht. Aber jetzt müssen wir sie selber kaufen. So, ich möchte euch teilhaben lassen an dieser weihnachtlichen Stimmung. Wahrscheinlich könnt ihr es gar nicht mehr sehen. Ich bin jetzt auch schon so in diesem leichten Weihnachtsstress angekommen. Der Jonas ist böse über den Antonius. Fragt sich, wo seine Millionen abgeblieben ist. Was irgendwie, oh mein Gott, hier sind Kinder, das kann ich nicht. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn so kleine Dämonen um mich herum schreien, das geht einfach nicht. Ja, auf jeden Fall, hier ist schön weihnachtlich. Wenn ihr Weihnachtsstress habt, tut es mir leid für euch. Der Jonas ist auch sauer, weil der Antonius ihm keine Millionen bringt, obwohl er die ja nicht verloren hat. Er hat einfach nicht verstanden, wie das funktioniert.
wir sehen jetzt wieder raus aus dem Puma. Es war jetzt absolut spannend, das Video heute. Und wir haben nicht gefunden, was wir wollten. Es wollte ein Mondkalender, damit ich weiß, was abgeht mit dem Mond. Der Jonas wollte eine Speicherkarte und ich wollte eine neue Panzerfolie für mein Handy. Und das gab es alles nicht. Aber wir haben endlich das gute Geschenk von Rich Worlds. Habt ihr es gesehen? Es ist endlich war es da. Ja, und was machen wir jetzt heute noch? Was machen wir? Wir müssen irgendwas machen, was vlog-worthy ist. Essen und Bier. Sollen wir nochmal Glühwein machen? Du bist nicht begeistert? Doch. Ja, wir wollten eigentlich Plätzchen backen am Wochenende. Und dann hatte der Jungs aber einen Kater. Und wir haben irgendwie eine Kommode gekauft. Das habe ich auch gefilmt. Vielleicht inserte ich jetzt den Clip mit der Kommode. Und das hat viel länger gedauert, als wir dachten. Und es war mega anstrengend, die hochzutragen. So, der Jonas und ich, wir haben schon wieder Streit. Wir haben eben eine Kommode geholt für unser Schlafzimmer, damit dieser kleine Hurensohn da rauskommt, weil der ist nicht schön. Und vorher war das so, dass bei uns eine Kommode von diesen hier stand da drüben und ist jetzt halt alles chaotisch, weil ich das jetzt alles hier neu verräumen muss, die ganze Scheiße. Und jetzt diese große Kommode mit den vier Schubladen, wo die Schublade offen steht, die haben wir jetzt heute neu geholt. Die habe ich auf eBay Kleinanzeigen gefunden für 20 Euro, was ich echt ein sehr krasses Schnäppchen finde, aber es ist halt der Klassiker. Der Jonas ist verkatert, die Kommode war aus dem dritten Stock zu holen und wir wohnen auch im dritten Stock. Amazing, I love it. Ja, auf jeden Fall habe ich gestern irgendwie 1 Milliarde Inneneinrichtungsvlogs geguckt und war dann auf einmal sehr ambitioniert, alles in der Wohnung zu ändern. Alles, 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 alles. Ja, und das hat jetzt angefangen mit dieser Kommode. Und ich bin auf jeden Fall sehr überrascht, dass diese Kommode für 20 Euro gab. Also das einzige Manko ist, hat der Mann gesagt, dass das hier so ein bisschen gelb ist. Aber ich finde, das sieht man irgendwie gar nicht. Wir haben hier eh nicht so das krasseste Licht hier drin. Ist ja Schlafzimmer, von daher finde ich, ist das eine gute Sache. Jetzt muss ich das aber noch einräumen. Gleich kommen hoffentlich die Party-Animals. Und dann backen wir Plätzchen, worauf bisher eigentlich niemand Lust hat. Aber es steht halt auf der Weihnachtsbucketlist, deswegen müssen wir es jetzt machen. Weil der Mann hat im dritten Stock gewohnt, wir haben im dritten Stock gewohnt und das war halt einfach anstrengend. Ja, und deswegen war das alles total unspektakulär. Das geht ja nicht. Ich muss ja hier Content abliefern. Mein Gott. Ja, also machen wir nachher Glühwein für euch, damit ihr das auch mal seht. Weil ihr alle noch nie in eurem Leben einen scheiß Glühwein gesehen habt. Ich weiß, ja. Aber wir machen ihn selber. Vielleicht ist das besser bei euch. Also wir machen jetzt den Glühwein. Der Jonas wollte diese Musik hören. Es tut mir leid, ich kann nichts dafür, hoffentlich wird das Video jetzt nicht gesperrt, deswegen. Auf jeden Fall haben wir unsere Mützen angezogen, damit wir uns mehr weihnachtlich fühlen und nicht so gestresst sind. Also, wir machen weißen Glühwein. Ja, wir essen gleich Salat, deswegen machen wir weißen Glühwein. Wir haben diesen wundervollen Wein, der ist vegan und vom Aldi hat 2 Euro gekostet, weil wir sind richtig krass. Wir vergeben richtig viel Geld für den Glühwein. Und hier haben wir benutzt eine ganze Flasche. Ja, das ist nicht so viel. Das ist eigentlich nur eine Tasse für jeden. In Wirklichkeit stehen aber auch noch 4. So, dann machen wir Gewürz da rein. Gib mal einen Löffel, bitte. Sag sie nochmal nicht. Sag ich dir fürs Video, ich sag nie. Brauchst du den großen oder kleinen? Mieg. Dann lieber ein Gewürz, ein großen Löffel. Guck mal, wie sexy das aussieht. Seht ihr das? Wo ist die Kamera? Oh mein Goodness. So, rein. Und jetzt noch Zucker. Das Krasse ist, wir haben bemerkt, dass dieser Glühwein einfach extrem viel stärker ist als der auf dem Weihnachtsmarkt. Da haben wir uns gefragt, wie hart wird man bitte auf dem Weihnachtsmarkt abgezogen oder überall? Weil der hat halt auch dann, also man macht ihn jetzt warm, da geht ja dann, wir kochen ihn nicht, wir machen ihn ja nur warm, da geht kein Alkohol verloren und dann hat der rote Wein halt zwischen 12% und 13%, wie die so haben, und der andere 11%. Und wir haben halt noch normalen Glühwein und er hatte halt einfach nur so 6-7%. Und das ist halt auch mega krass, vor allem mit dem Rotwein, das haben wir gestern gemacht. Boah, einfach, man ist einfach schon voll nach einem Glas. Das ist richtig, das ist ein richtiger Geheimtipp, weil man macht jetzt richtig viel Zucker rein. Also ich mag es mit viel Zucker und trotzdem ist das halt einfach immer noch nicht so stark wie das
vom Weihnachtsmarkt. Und man denkt sich nur so, Alter, wie viel Zucker machen die denn dann da rein? Ich glaube, die machen halt auch noch Saft und sowas rein. Aber Alter, ich will lieber nicht wegen dem Saft, sonst könnte ich Bowle trinken, okay? Ja. Also, seht ihr das? Man sieht es halt nicht, weil ich zu dumm bin für die Kamera. Oh mein Gott. Also es sind halt keine Ahnung, wie viele Würfel sind das? 15 Würfel oder so. So, einfach rein. Und jetzt machen wir das warm. Und dann ist das geil, weil das ist ja das Einzige, wie man diese Weihnachtszeit irgendwie übersteht. Ich schwanke mal voll. Irgendwie freue ich mich über die Weihnachtszeit, aber irgendwie auch nicht. Dann bin ich jetzt bin ich schon in diesem Level. Du musst ich sage ja noch so, diesen Weihnachtskuchen kaufen. Nein, ich will den Weihnachtskuchen nicht mehr. Wir machen heute Caesar Salad, weil der Jonas ja einen ganzen Parmesan mitgebracht hat von seiner Weihnachtsfeier und keiner weiß woher. Ich habe auch davon einen Clip gemacht von diesem Video, was ich am Samstag nicht veröffentlicht habe, weil es zu langweilig war. Ich zeige euch das jetzt. Also wir haben sehr mich um und an sich einfach das. Und das ist halt einfach ein riesiges Stück Parmesan. Keiner weiß, wo es herkommt, was damit passiert ist, warum wir das jetzt haben. Aber hier riecht es auf jeden Fall angenehm nach Parmesan in der Wohnung. Viel Parmesan. So sieht das jetzt aus. Sieht gut aus, oder? Finde ich auch. Die Gewürze sieben wir aber gleich raus. Beim ersten Mal haben wir die einfach drin gelassen, aber das war dann irgendwie nicht so geil. Deswegen sieben wir die jetzt. Man könnte auch eine Kelle benutzen. Aber das wäre ja nicht spannend. Das ist nur guter Content, wenn sich jemand die Hand bis aufs Fleisch verbrennt. Ja, eigentlich ja. So, jetzt haben wir einfach zwei Tassen von diesem ganzen Wein. Okay, damit ihr mir das jetzt auch glaubt. Ich denke, der Jonas hat sein Lieblingslied. Der hat das immer mit so Liedern, dass er immer einfach nur eine Sache mitsingt. Immer so, der hat immer so eine Line, meistens die am most. Aber das ist meine Line. Das ist seine Line. Das ist meistens die mit dem meisten Prinzip ist. Und dann ist er einfach so. Fuck you, Tony. Und dann sagst du eben noch, mein Dingens wird gesperrt. Wegen dir. Was? Mein Kanal wird wegen dir gesperrt. Papa Roach verklagt uns, höchstpersönlich. Alter, wenn Papa Roach, wenn du das machst, Alter, dann komm ich gucke dich nicht bei diesem Rock am Ring. Ich bin dann echt sauer, okay? Papa Roach, okay? Sei ein guter Daddy und verklage uns einfach nicht. Geil! Also, ich wollte euch übrigens noch erzählen. Ich wollte euch noch erzählen, dass wir sehr enttäuscht sind von Malen mit Zahlen. Malen nach Zahlen. Auf jeden Fall haben wir das gekauft und das kam erstmal mega lange nicht an. Es ist voll laut jetzt. Ich gehe ins Bad. Der Jonas ist zurück geworden. Jetzt kann er auch in Ruhe mitsingen. Auf jeden Fall haben wir mal nach Zahlen gekauft und das war einfach richtig scheiße. Also wir haben das bekommen. Und das war einfach so voll der kleine Karton und wir haben drei Stück bestellt, weil das soll ein Weihnachtsgeschenk werden. Ich muss jetzt der Talia verbieten, dieses Video zu gucken. Die hat sich das gewünscht, weil wir jetzt alle so künstlerisch sind die ganze Zeit. Guck mal, wie schlimm das Licht für mich aussieht. Ich muss so filmen, dann sieht es besser aus. Also auf jeden Fall haben wir das jetzt gekauft und dann hat es mega lang gedauert. Und da haben wir so eine Mail bekommen von so einer Lisa. Also das ist natürlich so eine Roboter-Lisa gewesen und die meinte dann so, ja, das dauert jetzt halt noch, bla bla bla, gedulden Sie sich, weil wir das alles per Hand auswählen, dies und das. So, dann haben wir das bekommen und dann waren das zwei voll kleine Pakete und wir haben das extra mit Rahmen bestellt. Ja, was ist das? Das ist jetzt so voll der dreckige Sperrholzrahmen. Das Paket war nicht mal richtig zu und ein Ding hat halt einfach, ein Bild hätte 60 Euro gekostet. 60 Euro. Für das, ich male das noch selber. Wer gibt mir 60 Euro dafür, dass ich das male? Keiner. Auf jeden Fall war ich halt maximal schockiert. Wir haben auch auf Amazon geguckt, es gibt es auf Amazon noch billiger, aber da gab es halt wirklich nicht so schöne Motive. Und die hatten schon sehr schöne Motive. Und dann war Black Friday Sale und dann war das halt reduziert. Und dann gab es auch noch eins gratis dazu. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir machen das auch. Also der Jonas wollte das irgendwie auf einmal auch machen, weil er jetzt seine künstlerische Ader entdeckt, weil das in seinem Horoskop steht und er das immer verdrängt. Ich sage immer, der ist ein Künstler, aber der will das nicht wahrhaben. Und wie ihr hört, ist er auch Sänger. Ihr hättet ihn mal beim Karaoke hören sollen. Das war krass. Also
Das war sehr schlimm für alle Anwesenden, aber Alter, keiner singt mit so viel Herzblut wie dieser Mensch. Ja, auf jeden Fall waren wir mega enttäuscht, dass das so angekommen ist. Also ich kann das gar nicht empfehlen, das mal nachzahlen. Also wir haben das jetzt auch noch nicht so richtig ausgemacht, weil das war alles so ineinander, alle Farben, alles war einfach zusammen. Und wir dachten so, okay, wie sollen wir das denn jetzt verschenken? Und dann musste man diesen Rahmen selber zusammenbasteln. Das war so ein Stecksystem und die Leinwand, die kam dann halt auch extra, die sollte man dann mit so Reißzwecken da drauf machen. Nicht mal Nägel, sondern halt einfach Reißzwecken. Ich denke mir so, ich habe halt auch noch nie einen Rahmen bespannt. Alter, was weiß ich, wie das geht. Ich meine, gut, der ist jetzt halt Handwerker, der kann das. Aber trotzdem, wie nein? Hä? Hauptsache, du hörst mir zu, ich dachte, du singst. Hauptsache, er sagt, er macht das nicht. Er macht das auf jeden Fall. Aber trotzdem, das ist scheiße und das ist ein Mal nach Zahlen Ran. Und ich finde, ihr solltet nicht Mal nach Zahlen kaufen, falls ihr das vorhat und falls ihr auch eure künstlerische Ader im nächsten Jahr entdecken wolltet. Oh mein Gott. Ich jetzt. Ich hab's nicht mehr drauf gehabt, was du da die ganze Zeit für eine Scheiße machst. Der bommelt so schön. Er bommelt die ganze Zeit rum. Er bommelt und bommelt. Und jetzt hat er auch.